Ihren großen Einfluss auf das Schicksal von Wäldern verdanken die meisten Borkenkäferarten kleinsten Pilzen. Der Waldökologe Peter Biedermann erforscht, wie sich die sogenannten Ambrosiakäfer mit Pilzen aus eigenem Anbau ernähren. Dazu bietet er ihnen in Reagenzgläsern mit Sägespänen und Zuckerlösung eine Lebensumgebung. Hier habe ich am Beginn einen Käfer hineingesetzt und dieser eine Käfer hat die Pilze mitgebracht in sogenannten Pilzsporenorganen und hat dann begonnen, ein Nest, ein Gangsystem aufzubauen mit einer großen Brutkammer, hat dann die Pilze dort ausgesät und die Pilze haben dann begonnen zu wachsen, der Käfer hat begonnen, die zu fressen und danach konnte er sich fortpflanzen. Knapp 50 Tiere bilden jetzt im Reagenzglas eine Art Staat. Die sehr reinlichen Tiere arbeiten alle Hand in Hand. Das ist wirklich ganz speziell und einzigartig bei diesen Ambrosiakäfern, dass auch die Larven, also quasi die Kinder, in diesen Nestern mithelfen. Wenn Sie denken an Ameisen oder Bienen, da werden die Larven gefüttert und sind selber nicht tätig. Aber hier sind die Larven selbst auch tätig. Damit die Käfer nicht krank werden, können sie sogar in Kooperation mit Bakterien eigene Antibiotika herstellen. Das Spannende daran ist, dass diese Bakterien sich mitevolvieren können über lange Zeit. Das ist eben anders wie bei uns. Wenn bei uns Resistenzen in der Landwirtschaft auftreten, dann müssen wir wieder neue Pestizide entwickeln. Hier ist es so, dass diese Bakterien, also ganze Bakteriengemeinschaft mit dabei ist mit den Käfern, die dann einfach neue antibiotische Substanzen entwickeln, falls Resistenzen auftreten sollten. Über 30 Millionen Jahre, so nimmt man an, betreiben die Käfer bereits die eigene Landwirtschaft mit eigener Antibiotikaentwicklung. Und sollte die gemeinsame Schädlingsbekämpfung einmal trotzdem nicht klappen, ist man bei den Borkenkäfern deutlich flexibler als etwa bei den Bienen oder Ameisen. Es gibt noch keine Königin und sterile Arbeiter, sondern dass alle diese Töchter selbst auch noch reproduktionsfähig sind. Das heißt, wenn sich die Bedingungen im Nest aus irgendeinem Grund verschlechtern, zum Beispiel kommt der Schimmelpilz rein, sie können den nicht kontrollieren, dann fliegen die Töchter jede einzelne selbst aus und gründet selbst ein Nest. Das heißt, ein Käfer ist selbst auch noch überlebensfähig, aber bleibt trotzdem im Nest der Eltern, wenn die Bedingungen gut sind. Außer bei den Ambrosiakäfern kann man auch bei klassischen Borkenkäferarten wie Buchdrucker, Kupferstecher oder Tannenborkenkäfer Interaktionen mit Pilzen beobachten. Wenn Borkenkäfer Bäume zum Absterben bringen, verdanken sie das Pilzen, die deren Abwehr schwächen. Wie bestimmte Pilze und Bäume Borkenkäfer anziehen, wird in Flugkäfigen genauer untersucht. Das ist ganz engmaschiges Netz, hier können die Käfer nicht durch. Und hier in diesen Käfigen können wir Holz platzieren. In dem Fall ist das ein Stamm, Fichtenstamm, der mit Pilzen präpariert wurde. Und damit können wir jetzt testen im Vergleich zum anderen, der nicht mit Pilzen präpariert wurde, ob dieser Fichtenstamm attraktiver oder weniger attraktiv ist für die Käfer, die wir jetzt dann gleich freilassen. Das Erforschen des Zusammenspiels von Borkenkäfern mit Pilzen und weiteren Mikroorganismen eröffnet neue Wege beim Waldschutz. Darüber hinaus wird es möglich, das Thema Antibiotika und Resistenzen aus einer ganz neuen Warte zu betrachten.